Was hat er vor, der Markt? Gucken wir mal auf den Dow Jones und gucken mal, was wir dann für die anderen Märkte, unter anderem dem DAX, daraus ableiten können. Nachdem der Markt ja so stark runtergekommen ist, schien das Bild schon klar zu sein. Ich hatte das ja mehrmals erwähnt, was Korrektives hier in die Richtung. Es wäre mega, es wäre so klassisch eigentlich, um dann die eigentliche starke Dynamik nach unten wieder fortzusetzen. Das Schöne an dieser Idee ist, dass wir sofort erkennen, ähnlich ist das jetzt überhaupt nicht. Es ist ein bisschen wie das Bauklötze reinschmeißen in diese Kiste, nämlich rund in eckig und eckig in rund. Das passt nicht. Man kann sofort sehen, das hier haut nicht hin. Also insofern haben wir das nicht bekommen und müssen zumindest mal auf dieser Ebene jetzt nicht zwangsweise davon ausgehen, dass sich das entsprechend so fortsetzt. Mit was können wir aber trotzdem rechnen? Wir haben eine tolle Aufwärtsbewegung gesehen, die ist super. Wir haben jetzt etwas, was gegebenenfalls in dieser Form korrektiv wäre. Und wer jetzt genau hingeguckt hat, was hat er denn da gezeichnet? Tatsächlich, das, was wir hier haben, Schub nach unten, A, B, C, hier in etwa. Und wir sind jetzt wohl dann auf dieser Ecke wieder unterwegs. Das heißt, wir können mal ganz grob festhalten, das letzte Zwischentief, das wäre diese Marke, hier das dazwischen. Und die Erwartungshaltung, dass sich das, was hier vorne schon mal einmal zu sehen war, dass sich das nochmal fortsetzt. Also wir ohne weiteres nochmal Rücksetzer bis, ich sag mal, 25.500, machen wir mal ganz grob hier, bis zum 100%-Ziel bekommen. Das läge in etwa hier. Stimmt das, was ich hier sage? Ne, 500. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen arg tief. Das läge ungefähr so, wie ich es gezeichnet habe. Also, und damit läge das ziemlich passend dort, wo wir ja solche Zonen sowieso oder Rückgänger sowieso erwarten. Das heißt, das hier wäre ein sinnvoller Trigger für die Abwärtsseite, eine Überlegung, um hier die Shortseite nach oben zu bringen. Das kann man natürlich auf der kleineren Ebene handeln, sprich jedes Mal, wenn hier so eine kleine Bewegung kommt, dann wieder reingehen. Wie sowas aussieht auf der kleineren Ebene, das macht uns der Nasdaq gerade vor. Denn hier haben wir eigentlich das gleiche Bild, das müssen wir jetzt nicht nochmal auseinanderbringen. Ganz klar der Schub nach oben. Wir sehen aber hier im Minutenchart, ich weiß, das ist für viele zu kurz zum Umsetzen, aber zum Lernen, fürs Augentraining und vielleicht für die schnellen Vögel unter uns genau das Richtige. Wir sind wackelig nach oben unterwegs und dann Bruch nach unten. Und wir haben jetzt wieder so etwas, wo wir sagen können, okay, wenn die Brüche auf der Unterseite, wichtig, Zwischentiefs, ja, so wie ich das jetzt tausendmal schon eingezeichnet habe, passieren, dann ist die Chance dort für ein Entry machbar. Ich möchte niemanden verführen, auf Minutenbasis zu handeln. Lieber vielleicht auf 5 Minuten oder auf irgendeiner Zeitebene, die einem wohlgefälliger ist. Das Prinzip ist aber hier das gleiche. Wir hatten das ja hier auch, zack, dann wackelig hier nach oben. Und dann hatte man hier einen Trigger für die Shortseite. Nur als Beispiel. Das gibt es für Long und Short gleichermaßen. Es ist nicht immer der Fall, dass man das sieht, aber wenn man es sieht, dann ist es eine echte Hilfe. So, insgesamt kann man also sagen, der letzte dynamische Anteil, der war nach oben. Das heißt, wir können eher davon ausgehen, dass eine Abwärtsbewegung vielleicht korrektiv aussieht. Und die wiederum können wir dann ja als Trigger für später Long wieder nutzen. Allerdings, das ist noch in der Zukunft, das werden wir vielleicht bis morgen besprechen. Oder aber, wer mag, guckt sich selber an und findet diese Szenarien dann auf eigene Faust, um dann gegebenenfalls da in den Markt zu kommen. In diesem Fall in der Long-Richtung, in so einem Fall in der Short-Richtung. Bei dieser Jagd wünsche ich erstmal alles Gute, viel Erfolg. Es ist aktuell spannend. Wir haben heftige Bewegungen und wenn der Markt mal einmal sich losgeeist hat von oder sich entschieden hat, eine Richtung dann wirklich zu gehen, dann macht er das gerne auch mit Schwung. Deshalb gerne mal drauf gucken, mal ausprobieren ein bisschen. So, in diesem Sinne, für jetzt und diesen Augenblick alles Gute, meine besten Wünsche, bis zum nächsten Mal.